Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung meines aktuellen Safe Games für die Version 2.6.2 der Nordfriesische Marsch für den LS22. Wir befinden uns hier im Bereich Feld 79, Feld 78 und wir finden hier aufgrund von leichten Platzproblemen am Plantagenplatz, sage ich jetzt einfach mal, der sich ja hier in dem Bereich befindet, ist hier die Pfirsichplantage hingewandert. Im LS17 war zu meiner Meinung nach, ich glaube, Kürbisfell, wenn ich das auch richtig weiß. Das war ein bisschen anders angeordnet. Und ich habe dann halt so aus der Historie, sage ich jetzt einfach mal heraus, dann hier oben auch wieder eine Plantage hingesetzt. Habe dazu bei der Wiese für das, also quasi Feld 79, ein bisschen Raubbau betrieben und habe das halt ein bisschen verkleinert. Aber dafür passt das eigentlich ganz gut hier hin. Ja, gehen wir eben weiter. Wir haben dann noch dazu bekommen das Palettenlager. Das kennt man ja auch schon. Und alles hervorragend platzierbar. Dadurch, dass ja hier jetzt diese Metallpfosten dazugekommen sind, die natürlich dann halt mit der Bodenplatte übereinstimmen müssen. Also hier auch sehr leicht alles passiert, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben des Weiteren, jetzt muss ich mal umschauen, was sind wir denn hier? Ah, kommen wir weiter, genau, Kartoffelfabrik, auch am historisch angestammten Platz. Einmal hier zu finden, ich sage einfach mal im Bereich der BGA Mitte, beziehungsweise BGA Süd, was es früher mal war, und halt hier Klärwerk. Dann haben wir hier drüben einmal die Gemüsefabrik und wir haben in Verlängerung dazu hier unten zweimal das 321 Gewächshaus vom Fat Action Produktionspaket. Hier stand vorher ein anderes Gewächshaus, das spart uns dann wieder einmal einen Mod ein. Zu den Mods komme ich gleich noch. Wir haben des Weiteren noch hier oben die Mirabellenplantage. Und ich habe einfach hier den Platz gewählt, weil der eben noch frei war. Und weil ich hier oben ja einen anderen Produktionsbereich hingesetzt hatte, beziehungsweise dann halt noch so einen kleinen Lagerhof, nenne ich es einfach mal, der hier mit dazugekommen ist, und deswegen haben wir hier leichte Platzprobleme. Sollten jetzt natürlich dann noch irgendwie im Verlauf weitere Plantagen dazukommen, ja, denke ich um eine Umsiedlung hier der Textilfabrik nach und vielleicht eine Anpassung hier. Muss man mal sehen. Das wird sich alles zeigen. Was war noch neu? Ich glaube, das war es dann sogar schon. Mehr ist hier nicht passiert. Raffinerie, das kennt man alles. Achso, ich hatte mal eine kleine Umfrage gemacht. Ob das denn hier unten ein bisschen zu eng ist für lange Gespanne. Und ich bin der Meinung, ich lasse das einfach jetzt erstmal so. Sollten sich dann halt die Stimmen mehren, dass man das Ganze halt nochmal vielleicht ein bisschen anpassen könnte, bin ich durchaus bereit, darüber nachzudenken und das Ganze dann halt noch ein bisschen hier zu verschieben. Das Ganze ein bisschen weiter nach links zu ziehen, den Kuhstall. Um halt hier einfach ein bisschen mehr Platz zu machen, um dann halt hier auch mit einem längeren Gespann dann halt in den Stall einfahren zu können. Ansonsten, wer wissen will, wo der Rest sich hier auf der Karte verbirgt, der kann sich natürlich dann halt das verlinkte Video oben rechts anschauen. Da stelle ich dann nochmal die Vorgängerversion von meinem Spielstand vor. Und da könnt ihr dann halt sehen, was das hier noch so an Produktionen gibt. Und ich komme noch mal eben zu den Mods, die benötigt werden. Und zwar haben wir einmal
die Fettmods inklusive Fettproduktion, dann Production Revamp, TH Anime Production, Mod 3, Agi Pack, kostenloses DLC. Kann sich jeder runterladen von der farming-simulator.com Homepage. Das Farmhaus wird benötigt. Der Kuhstall am Haupthof oder Hofmitte nenne ich ihn einfach mal. Der wird benötigt und dann halt Palettenfix. Und dann gibt es natürlich dann halt hier einmal den Spielstand der nordfriesischen Marsch mit Gräm und ohne Gräm. Da bitte drauf achten. Und dazu natürlich dann entsprechend die Map-Version, die ihr dann braucht. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, ihr seid damit glücklich, zufrieden. Könnt gerne kommentieren, liken, abonnieren, was auch immer. Und ja, vielleicht sieht man sich dann halt auf kurz oder lang irgendwann wieder hier in Nordfriesland. Ich wünsche euch was. Macht es hübsch. Ciao, ciao.